Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Ja, wir sind hier im Dorf der Schwarzmagier und ja, noch speichern wird sich sicher nicht schaden. Zumal ich da dann wieder mal einen Sicherheitsspeicher habe. Haben wir schon lange nicht mehr gespeichert. Ja, vor 2 Stunden. Ja, nicht ganz. Vor 1,5 Stunden circa. Wow. Das natürliche Das natürlich Unnatürliche. Das hat ja doch was versteckt. Verschwinde! Diese alte nichts bekommen! Seht euch nicht so geizig! Geteilte Freude ist doppelte Freude! Teilt es mit mir! Dieses unglaublich köstliche Schokobo-Ei! Das Ei wird nicht gegessen! Das hat unsere Mama Schokobo hinterlassen und wir hüten wie ein Geheimnis, wie eine Zipfelmütze! Mama Choco ist eines Tages einfach stehen geblieben. Oh mein Gott. Genau. Wir sind nur seine Mutter und brüten es aus. Das geht nicht. Angst. Habt ihr denn überhaupt schon mal ein Lebewesen großgezogen? Angst. Sein Stil. Und ob wir das gönnen. Ihr wollt es doch bloß klein, ja, liest es lieber selber. Schauen wir mal rein da, was da überhaupt los ist. Fina. Ah, Bernie, auf dem Weg des Essen. Auf dem Weg, die Geheimnisse des Essens zu ergründen. Das ist unsere Ei. Du nichts bekommen. Eindringlinge und Besucher. Zeit, was ist das hier für ein Dorf? Was wollt ihr? Das ist unser Dorf. Genau. Es war doch bestimmt der Kleine, der euch hierher geführt hat. So macht ihr Menschen es immer. Immer nutzt ihr uns aus. Meine Fifi? Ihr versteht das falsch. Es ist das erste Mal, dass wir außer Fifi Schwarzmagier treffen, die einen eigenen Willen besitzen. Und außerdem sind wir gekommen, um den Mann aufzuhalten, der euch für seine dunklen Machenschaften missbraucht hat. Ist das... Ja. Lass dich nicht in die Irre führen. Ich glaube ihnen nicht, Menschen lügen immer. Eigentlich gar nicht. Nein, das ist eine Frechheit. Ich möchte ihm so wie ihr, dass mit diesen Grausamkeiten endlich Schluss ist. Hört doch Lilly einfach mal zu. So, wie viel Geld haben wir eigentlich noch? 12.000? Wir gehen mal da noch drüber. Und schauen uns jetzt diese ATE an. Jedes einzelne Wort. Das wird jetzt ein ziemlich längeres Segment sein. Erst ist also der mit dem Menschen in das Dorf kam. Mach dir keine Sorgen. Er hat die gleichen Augen wie wir. Er ist genauso erwacht und einer von uns. Dankeschön. Wer sind all die Leute hier? Sie sind alle hierher geflogen, aus Alexandria oder aus Frachtschiffen. Von so weit? Ja. Um uns vor den Menschen zu verstecken, sind wir über das Meer geflohen und haben nach einem friedlichen Ort gesucht. Ich verstehe. Und was ist das hier für ein Ort? Das hier ist ein... Wie heißt so ein Ort nochmal? Dieser Ort ist ein Friedhof. Ja genau, ein Friedhof. Ein Friedhof?
Heißt das, hier unter der Erde sind? Ja, hier sind unsere Freunde begraben, die einfach stehen geblieben sind. Stehen geblieben? Aber wie? Weil ich und Nummer 36 sind zusammen bis hierher geflogen. Wir haben hier ein Dorf gebaut und es gibt so vieles, was wir nicht verstehen und dann ist Nummer 36 eines Tages einfach stehen geblieben. Er hat sich kein bisschen mehr bewegt. Ein Freund von mir, der viel weiß, erzählte mir, dass dies bedeutet zu sterben und wenn man stirbt, muss man sich unter der Erde verstecken. Ich verstehe noch nicht, warum Nummer 36 sich dort unten verstecken muss. Aber irgendwann kommt er doch wieder aus der Erde, nicht wahr? Dann können wir wieder zusammen spielen. Wie ist er denn einfach stehen geblieben? War er vielleicht krank oder verwundet? Sag doch, was ist denn passiert? Weil... Ja, jetzt wo spannend wird, hört die Sequenz auf. Ja. Ihr habt ja sowas von echt. Na gut. Wir gehen weiter. Bernie! Was ist los, Lilly? Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, aus welchem Grund wir hier sind. Den Grund? Ja genau, weshalb sind wir eigentlich hier? Bernie! War doch nur ein kleiner Scherz. Immer schön locker bleiben. Das war aber fehl am Platz. Jetzt wo ich fast Ihr Vertrauen gewonnen habe. Ein Scherz? Muss man sich davor fürchten? Ach was, ein Scherz ist etwas sehr Lustiges und Spaßiges, oder Lilly? Ihr scheint ja eigentlich gar nicht so böse zu sein. Aber ihr kämpft gegen das Böse, stimmt's? Ihr habt's erfasst. Lilly, was gibt's? Wo ist eigentlich Fifi? Keine Ahnung, ich suche ihn auch. Aber er ist nirgends zu finden. Hoffentlich ist ihn diese ganze Situation nicht zu... Hoffentlich hat ihn diese Situation nicht zu sehr mitgenommen. Ich mach mir Sorgen. Ich geh ihn suchen. Hey, Lilly! Na toll, lass mich wieder alleine. 2000 Gil. So, dann klettern wir erstmal hier nach oben. Denn dahinter gibt es eine Schatzkiste. Mit 843 Gil. So, und dann gehen wir wieder nach unten. Und ich schau mal danach, ob die was verkaufen oder schmieden. Willkommen zum Hämmern Schwarzmagier. Jawohl. Okay. Was kann man bei euch so schönes schmieden? Madai-Schild, Elfenohrring haben wir schon. Uriel. Der Fleckring, okay. Wir schmieden mal eine Uriel. Elfenohrring haben wir eh. Korallenring. Ja, schmieden wir auch einen, das ist egal. Und den Dentator werden wir auch schmieden. So. Der Dentator ist nämlich die nächstbessere Waffe für mich oder für Benny. Aber wir lernen ja zuerst jetzt mal Nervensäge und dann legen wir hier an, wenn Nervensäge fertig ist. Ja. Soweit dazu. Hey, Fifi! Was ist denn hier nur los? Ja, das würde ich auch gern wissen.
Hallo. Wie kommt es eigentlich, dass ihr alle sprechen könnt? Wir sind plötzlich gewahr. Jeder aus einem anderen Grund aber. Erwacht? Wie denn erwacht? Kannst du dich an deine eigene Geburt erinnern? Nein, überhaupt nicht. Deshalb dasselbe ist auch bei uns der Fall. Aber auf einmal waren wir erwacht. Nur als ich erwachte, lag ein toter Mensch neben mir, der mit Blut überströmt war. Ich habe das damals nicht verstanden, aber ich zittere am ganzen Leib und bekam Angst. Und ich bin einfach losgerannt, so schnell wie ich konnte. Um mich herum standen viele, die das Gleiche durchgemacht hatten, und so entschlossen wir uns zu fliehen. Auf unserer Flucht konnten wir einiges an Informationen sammeln und erfuhren von diesem Dorf hier. So war das also. Ja, haben wir wieder ein bisschen mehr erfahren, wie das abgelaufen ist. Aber wo zum Teufel ist Fifi nur hin? Fifi. Da ist er. Fifi, was ist los? Ach, Bernie, das ist nichts. Ist was vorgefallen? Sind die Schwarzmagier aus dem Dorf scheinen ja alle schwer in Ordnung zu sein. Deswegen sage ich doch, es ist nichts. Nochmal, ich habe Hunger. Quina, du verfressener Fettsack. Diese Dorfbewohner haben auch gar nichts Gescheites zu essen. Fifi, da bist du ja. Wo hast du gesteckt? Du siehst ja so... Du bist nur ein bisschen erschöpft, nicht wahr, Fifi? Ja, ein wenig. Ja, es war ein anstrengender Tag. Die ganze Zeit nur gelaufen. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Ich muss noch in den Wald. Da gibt es bestimmt etwas zu essen. Ja, wir müssen mal ausruhen. Ja, wir sollten uns eine Weile hinhauen. Bisschen schlafen kann nicht schaden. Fifi? Wo gehst du hin? Fifi? Bernie? Fifi ist gerade hat sich gerade rausgeschlichen, sollten wir nicht. Hey, der Junge hat dazugelernt. Er nimmt bestimmt Rücksicht auf uns. Bernie! Mach dir keine Sorgen. Aber... Er folgt nur seinem Herzen. Er weiß schon, was er tut. Überleg doch mal. In seinem ganzen Leben hat er noch nie Leute seinesgleichen getroffen, die dann auch noch sprechen können. Aber was ist, wenn er von seinen eigenen Leuten beschimpft oder verletzt wird? Mit solchen Sorgen wird man nie irgendwelche Freunde gewinnen. Außerdem kann man ja jemanden gar nicht seinen Freund nennen. Und vielleicht findet ihr endlich eine. Eine was? Einen Ort, an den er zurückkehren kann. Eine Heimat. Eine Heimat? Ja, eine Heimat. Sag mal, Bernie, diesen Ort, an den man zurückkehren kann. Was ist los, Lilly? Kannst du nicht schlafen? Soll ich dir vielleicht eine gute Nachtgeschichte erzählen? Es war einmal vor langer, langer Zeit. Ja, Leute, die gute Nachtgeschichte werden wir erst das nächste Mal hören. Also, Leute, bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.